So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Motovlog von BMEK. Tja, heute wollte ich euch mal erzählen, warum ich eigentlich so ein Fan von, ja nicht Supersport, aber Sportmotorrädern bin. Ich war ja früher, als das losging mit Motorrädern in den 70ern und so, da gab es ja noch nicht so viel Sportmotorräder. Ah, herrlich. Da fand ich eigentlich so die Honda 750 vor. Da gab es die Kawasakis. Was heute so eher Naked Bikes sind, waren früher die normalen Motorräder. Und so mit Vollverkleidung, das war eigentlich eher den Rennmotorrädern auf der Rennstrecke vorbehalten. Und dann wurden natürlich so nach und nach irgendwie Sportmaschinen und Rennsportmaschinen für die Straße entwickelt, dass man die dann auch auf der Straße gesehen hat. Und die haben mich damals schon immer fasziniert. Dann gab es natürlich dann auch die, was mein Bruder heute fährt, die Adventure Bikes, die zum Reisen gedacht sind, aber Reisemotorräder waren auch irgendwie nie so mein Ding, obwohl ich habe ja auch bei meiner 125er damals großes Windschild drauf gebaut. Die CB 125R war ja auch ein Naked Bike. Da habe ich noch nicht mal nach einem Sportler geguckt. Da habe ich mir einfach das Naked Bike gekauft. Bin dann aber gleich drauf gekommen. Nicht, dass es ein Fehlkauf war, aber dass ich mir doch mal besser ein Sportmotorrad hätte zulegen sollen. Naja, wie auch immer, dann habe ich den A2-Führerschein gemacht und dann war für mich klar, ich will auf jeden Fall was mit Windschutz. Adventure-Motorrad kommt nicht in Frage. Und Sportmotorräder haben mich schon immer fasziniert. Da habe ich gesagt, das will ich unbedingt ausprobieren. Ich habe mich damals auf das Ding draufgesetzt, Probe gesessen. Und da wusste ich, das ist es, weil es war nicht zu unbequem. Die CBR hier ist ja auch kein Supersportler, ist ja eher eine Art Sporttourer. Das heißt, man sitzt hier ziemlich entspannt drauf. Wäre mit 20, da hätte ich mir auch noch einen Supersportler gekauft, wo du hier so richtig rübergespannt sitzt. Aber mit 56 damals habe ich gedacht, nee, das musst du nicht haben. Und auf diesem Motorrad hier kannst du auch ganz schön aufrecht sitzen. Mit dem hohen Windschild ist der Windschutz auch noch wirklich sehr gut und tadellos. Also da muss man wirklich nicht meckern. Naja, und dann bin ich damit natürlich losgefahren. Und habe sofort gewusst, das ist das, was ich schon immer wollte. Das war das, was ich schon immer wollte. Tja, und heute? Setze ich mich tagsüber drauf. Oder auch nachts, egal. Wann ich mich auf diese Kiste setze. Und habe einen dermaßen großen Spaß. Naja, und wie gesagt, auch in anderen Videos schon erwähnt, was mir am meisten Spaß macht, ist eigentlich das Kurvenfahren. Ja, früher zu jungen Zeiten, da wäre ich auf jeden Fall auf die Rennstrecke gegangen. Aber leider habe ich da ja keine Luft mehr für. Ich kann da nicht irgendwie den ganzen Tag rumhängen, bin nicht mehr sportlich und naja, dafür muss man ein bisschen fitter sein und das bin ich leider nicht mehr, deswegen kann ich nicht auf die Rennstrecke gehen.
Aber auf der Landstraße kann man ja auch sportlich fahren. Natürlich im Rahmen der STVO, wie hier auch, 100 ist erlaubt. Ja, Kurven sind natürlich hier nicht so schön wie im Harz. Da sind die ein bisschen besser. Aber wer weiß, vielleicht komme ich dieses Jahr auch noch mal in Harz. Da schreibe ich den Bandit-User an und der wird mir dann ein paar richtig schöne Strecken zeigen. Ja, und Naked Bike ist mir einfach zu windig auf den Dingern. Wenn man auch da viel Spaß drauf haben kann. Also meine 125er damals hat ja auch Spaß gemacht. Aber dann im Winter, wenn du dann den Wind direkt auf deine Klamotten kriegst, das war mir einfach zu kalt. Und deswegen bin ich dann auf was umgestiegen, wo ich Vollverkleidung habe. Und hier bist du hinter der Verkleidung mit den Füßen, mit dem Oberkörper. Und ja, mit meinem Bruder hatte ich natürlich auch Diskussionen. Als wir in Pferden waren, haben wir uns schön hingesetzt und noch ein Eis gegessen, auf unsere Maschinen geguckt. Kamen dann auch Leute und haben sich unsere Maschinen angeguckt. Das haben wir von Weitem dann natürlich beobachtet. Und er ist natürlich überzeugt von seiner Maschine und lästert immer über meine und ich läster immer über seine. Das ist schon so ein kleiner Sport, den wir machen sozusagen. Allerdings stand bei mir ja auch im Raum, mir eine Supersportler zu kaufen. Das war irgendwie nicht so mein Ding. Weil das in meinem Alter einfach zu unbequem ist. Deswegen habe ich gesagt, also Supersportler muss ich nicht haben. Eine Sportler ist ja, so wie die hier, ein Sporttourer. Ist okay, aber ich würde mir auch keinen Sporttourer kaufen, der irgendwie 260 Kilo wiegt. So wie mein Bruders 1250er Adventure da. Das Ding wiegt also 260 Kilo, da hätte ich keine Lust zu. Und deswegen habe ich mir die 650er geholt. Die wiegt irgendwie, was wiegt die? 10, 15 Kilo mehr als die hier. Hallöchen, Popöchen. Die hat jetzt 190 Kilo ungefähr. Und die 650er wiege ich dann 208. Wenn ich da noch den Akrapovic-Auspuff drauf kriege, spare ich da auch noch mal ein paar Kilo ein. Dann bin ich vielleicht bei 205. 15 Kilo mehr. Und mit sowas Handlichen kann ich auch wesentlich besser umgehen. Klar, Naked Bikes sind zum Teil natürlich auch noch wesentlich leichter. Und es gibt auch noch Sportmotorräder, die wesentlich leichter sind. Irgendwas von 180 Kilo wiegen oder so. Der Aprilia RS, ich weiß gar nicht, was die wiegt. Ich glaube auch irgendwas bei 180 Kilo. Oh, ist das eine Scheißstrecke hier, du. Oh Gott, ist das eine Scheißstrecke. Na, wie gesagt, ich möchte was Sportliches, was Verkleidetes und was Leichtes haben. Und da ist eigentlich die 500er schon sehr gut. Und ich denke mal, ich werde mit der 650er auf jeden Fall nichts verkehrt machen können. Das ist genau das Motorrad, was ich haben will. Soweit zu dem Thema, ist schon wieder viel zu lang geworden. Damit wünsche ich euch alles Gute, bis zu meinem nächsten Video und gehabt euch wohl.